Ja. Nein, so nicht. Du bleibst bitte hier. Ja. Oh, noch mehr Abwehrkraft. Ist auch gut. Ist auch immer gut. Und dort oben war eine Treppe, oder? Genau. Haben wir es dann langsam. Haupthalle, vierter Stock. Damenunterwäsche und leere Sackgassen. Okay. Hier ist wirklich leer. Sind wir oben? Haben wir es? Scheiße, die Wand haben wir abends. Kein Kampfgebiet, ich kann nichts machen. Wir gehen nach oben. Und ein kleiner Geist. Well, seit Jahrhunderten habe ich schon auf dein Kommen gewartet. Was? Wer bist du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließe deine Augen. Das wäre wohl eine japanische Großstadt. In der Neuzeit. Ich nenne sie jetzt einfach mal ganz dreist Tokio. Hochhäuser, Straßen. Kommt uns bekannt vor. Was ist das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statuen im Kral. Du irrst. Ich weiß nicht, was das mit dem Dialog soll, aber es ergibt keinen Sinn. Ich denke, der Geist sagt es ergibt mehr Sinn. Du irrst. Es gibt dort blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in diese Welt begleiten. Geleiten, so. Mich? In diese fremde Welt? Bäume werden durch Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben, wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Gehe nun zurück zum Kral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal. Bringe ihnen Erlösung. Ah, das Licht schon wieder. Frieden, Sonnenbrille. Oh, der Geist ist weg. Und nun? Als das grelle Licht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Gorgonenrose in meiner Hand hielt. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Du hast ein Packen Kekse und einen Eimer Hundefutter erhalten. Nee, ich schließe das nicht vor. Ich muss nicht wieder raus, oder? Habt ihr einen Arsch offen, Freunde? Erst macht ihr mich müde. Mit dem scheiß Item-Jingle. Und jetzt muss ich rauslaufen. Kann ich ja wenigstens runterspringen. Ja, immerhin ein paar Abkürzungen nach draußen. Besser als gar nichts. Gut, so, wie komme ich hier wieder raus, runter, vorbei. Hier ist was zum Springen. Springen ist gut. Ach, hallo. Hallo, hallo, hallo. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. An dich habe ich überhaupt nicht gedacht. Sehr schön. Und hier geht's auch raus. Na gut, das geht ja doch noch. Ist ja doch kein ganz so langer Weg, würde ich sagen, oder? Also zumindest nach draußen, meine ich. Um Himmels Willen, nach drinnen ist es fast die Hölle. Ja, Mu ist die Hölle. Das hier ist die Vorhölle. Gut, kann ich hier irgendwo springen? Bitte, schnell nach Hause. Schnell raus hier. Nein? Ach, du nicht auch. Gleich sind wir draußen. So, ich versuche jetzt mal was anderes. Ich muss jetzt nämlich schon wieder gehen, ganz furchtbar, aber ich halte jetzt einfach mal mein Mikro ab. Mein Mikro hat so einen Schalter am Kabel, die kennt ihr bestimmt. Dann hört ihr noch die Spielmusik weiter. Ist besser, als dass ich alles abschalte. Probieren wir es mal, oder? Achtung! Oh, so. Okay. Ich glaube, das hat ein hässliches Knacken verursacht. Kann das sein? Das habe ich sogar selbst schon im Kopfhörer gehört. Ich glaube, das mache ich nicht mehr. Dann mache ich doch lieber alles stumm. Wie ihr seht, ich weiß nicht mehr ganz, wo ich hergekommen bin. Oder wo ich hin will, oder wer ich bin, oder überhaupt. Nee, hier war nichts. Stimmt, das ist der erste große Raum. Hey, hier haben wir doch angefangen, oder? Ach Gott, ich bin schon wieder im scheiß Riesengarten. Wie komme ich raus? Wie komme ich raus?
So schwer rauszukommen wie rein. Hm. Was, links? Muss ich links über eine Treppe oder so? Und dann unten wieder raus oder so? Das könnte sein, das könnte stimmen. Da ist ein Weg. Ja. Lass mich einfach weg hier. Ja, raus, weg, pfui. Böser Dungeon. Nicht existieren. Weg. Oh Mann, und jetzt kommt noch ein Innenbereich. Oh, aus dem Dungeon raus dauert länger als manche komplett rein. Ja, wir haben es fast. Das Tor. Das wir auch leergeräumt haben. Wir haben alles leergeräumt. Boah, waren wir gut, ey. Waren wir so fleißig. Wir haben Angkor Wat geschafft. Wir haben es. Wir sind raus, wir sind raus. Ole, ole, ole. Zum Kral. Zum Kral. Aber das Mikro ist schon an, oder? Kopf drauf. Gut. Dankeschön. Tut mir leid, wenn es jetzt hässlich war. Auch zum Kral. Warum überhaupt entsteinern wir die Leute dort? Die wollten uns essen. Warum ist hier auf einmal schöne Musik? Was soll das? Die Leute wollten uns essen. Und Hamlet, die arme Sau. Ich lernte von den Kindern ein Wort. In dieser Gegend scheint Ramapoe so viel wie Hallo zu bedeuten. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Die armen Menschen. Gut. Drei Mädels, Frauen, irgendwas. Die Gorgonenrose. Du berührst die Statue mit der Gorgonenrose. Sie wird normal. Man ist mit den beiden anderen auch. Olle. Aber ich weiß, sind sie nett geworden. Ich habe mich mit Zeichensprache verständigt. Die Tiere sind in den Wald zurückgekehrt. Die Bewohner jagen sich nun nicht mehr gegenseitig. Okay. Die Frau dankt dir. Das Mädchen übergibt schweigend ein rotes Juwel als Belohnung. Danke. Du bist verwirrt. Allerdings. Händler kamen aus einer Stadt im Nordwesten. Sie haben viele Dorfbewohner mitgenommen. Ich kann nicht glauben, dass sie die Hungersnot der Menschen ausgenutzt haben. Auf zur Stadt der Händler? Ja, treten wir mal kräftig in den Arsch, den Händlern im Nordwesten. Weg hier. Weg, weg vom Kral, weg von Angkor Wat. Weg von der Erinnerung an Mu. Dao. Wüstenstadt Dao. Okay. Ach, die tolle Musik vom Anfang. Oh. Dao, die Wüstenstadt, war unser nächstes Ziel. Dies ist eine bekannte Händlerstadt, auch wenn die Stadt nicht danach aussieht. Bei diesem Sandsturm gehe ich nicht raus. Sandsturm? Wow. Dies ist Dao, die Wüstenstadt. Kinder sieht man hier nur selten. Heißt du zufällig Will? Ja, Tatsache. Gut, ein Brief und einige Gepäckstücke sind von Bill und Lola für dich angekommen. Du kannst nicht mehr den tragen, dein Inventar ist voll. Bitte wirf etwas weg. Es ist noch Platz, aber anscheinend nicht genug. Ja, ich heiße Will. Nicht schon wieder. Ihr habt doch einen Arsch offen. Das ist nur, das ist nicht wahr. Ich an Secret of Mana denke. Das sind geile Jingles. Das hier. Du erhältst einen Brief und das Tagebuch deines Vaters. Gut. Lolas Brief. Lesen. Hallo Will, ich hoffe es geht dir gut. Neil erzählt uns, dass du in Dao bist. Er erzählt uns außerdem von deiner Suche. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Als ich das Gepäck deines Vaters durchsuchte, fand ich ein Tagebuch, das von einer Pyramide berichtet. Ich dachte, du könntest es gebrauchen, also schicke ich es dir. Sei vorsichtig, Bill und Lola. Dankeschön, ihr seid ja tatsächlich nützlich. Das Tagebuch, ich habe die Hieroglyphen entziffert. Niemand hat das jemals zuvor geschafft. Sie sagen, in der Pyramide ist ein Schlüssel, um das Rätsel der Geschichte der Menschheit zu lösen. Hieroglyphen. Im ersten Teil steht, der Geist der Sonne erhebt sich am Horizont. Ich ging zur Pyramide und fand die gleichen Inschriften. Doch, hier fehlt eine Seite. Oh, ein Speicherpunkt. Na gut, das können wir mal so zur Sicherheit machen. Aber ganz schnell. Und nicht labern, Gaia. Ja, heilen, das ist auch noch gut. Dank dir, Gaia. Tschüss, jetzt halt die Klappe und lass mich gehen. Tschüss. Huhu. Die kriege ich noch richtig gezogen. Die macht noch anständig. So, hier sind wir rausgekommen oder sind wir hier rausgekommen? Ich weiß es nicht.
Neil? Hallo, Will, schön dich zu sehen. Wie war deine Reise? Neil, du bist der Präsident der Firma? Ja, ich habe vom Händler zum Pfefferimporteur umgeschult. Genau das hat mich nach Dao geführt. In der Nähe gibt es eine Pyramide. Ob sich dort eine der Statuen befindet? Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Du bist der Juwelier. Bewahrt schon 18 für mich auf. Jetzt 23. Du hast über 20 Juwelen gesammelt. Laut der Liste wird nun deine Psychokraft erhöht. Es ist die verborgene Kraft deines Geistes. Deine Psycho-Dash-Kraft hat sich erhöht. Was ein unnötiger Scheiß. Was gibt's noch? Noch dunkle Kraft bei 30. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich die noch sehe. Denn ganz ehrlich, boah, muss ich scheiße viel von den Dingern übersehen haben. Ich bin erst bei 23 und das Spiel ist fast durch. Ganz ehrlich.